Heute wird Katja Kipping, die Vorsitzende der Partei Die Linke, zu den Ergebnissen, zu den Beratungen der Minister, zu der Bund- und Länderrunde zum Thema Corona Stellung nehmen. Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Heute hat wieder die Runde der Ministerpräsidentinnen im Kanzlerinnenamt stattgefunden. Und ich möchte dazu Stellung beziehen. Ich beginne mit einem Zitat. Wir brauchen eine Verpflichtung der Arbeitgeber, die Abstandsregeln so weit möglich auch auf der Arbeit einzuhalten, die Beschäftigten ansonsten mit Schutzausrüstung auszustatten und ein Recht auf Homeoffice für alle Bereiche, in denen das umsetzbar ist. Dieses Zitat stammt von meinem Co-Vorsitzenden und wurde bereits im April getroffen. Ich habe das hier zitiert, um eins deutlich zu machen. Seit Monaten werden wir Linken nicht müde, immer wieder deutlich zu machen, dass auch in der Erwerbsarbeitswelt viel stärker auf Infektionsschutz geachtet werden muss. Seit Beginn der Corona-Krise machen wir Druck für eine entsprechende soziale Flankierung. Und wir zeigen immer wieder, dass es verschiedene Maßnahmen braucht, damit eben nicht die gesamte Last des Infektionsschutzes nur auf den Privathaushalten abgeladen wird, wie zum Beispiel das Recht auf Homeoffice oder eine stärkere Entzerrung in Bus und Bahn, gerade in den Stoßzeiten für den Berufsverkehr. Monatelang hat die Bundesregierung ihre Ohren verschlossen vor unserem Werben. Monatelang hat die Bundesregierung die komplette Last des Infektionsschutzes und der Kontaktbeschränkung auf den Schultern der Privathaushalte abgeladen. Endlich zeigt sie Einsicht und greift einige Forderungen im Sinne eines solidarischen Lockdowns auf. Das war längst überfällig. Und ich sage eins mit aller Deutlichkeit. Die monatelange Weigerung der Bundesregierung, auch die Großen, die Arbeitgeberseite, in die Verantwortung zu nehmen für den Infektionsschutz, führt dazu, dass der Lockdown sich deutlich länger zieht. Oder mit anderen Worten, hätte die Bundesregierung die Arbeitgeberseite viel eher verbindlich in die Pflicht genommen für Infektionsschutz, dann könnte der Lockdown insgesamt kürzer ausfallen. Die Halbherzigkeit der Bundesregierung verlängert den Lockdown für die Privathaushalte in aller Klarheit. Leider muss man sagen, dass die Bundesregierung nicht nur zögerlich die Dinge aufgreift, sondern auch viele wichtige Positionen weiterhin nicht in Angriff nimmt. Das Papier, was heute in der Runde im Kanzleramt vorlag, vorher hat 10 Seiten umfasst. Auf diesen Seiten fand sich kein einziges Wort dazu, dass in Sortierzentren, Fachzentren und Produktionsstätten verstärkter auf die Durchsetzung des Infektionsschutzes gedrungen wird und das auch durchgesetzt wird mit strikten Bußgeldern und unangekündigten Kontrollen. Auf diesen 10 Seiten findet sich kein Wort dazu, dass Massenunterkünfte durch dezentrale Unterbringung ersetzt werden. Dabei wissen wir doch, dass Massenunterkünfte einfach schnell zu Hotspots werden, weil dort, wo Menschen eng zusammenleben, kommt es halt schneller sozusagen zur Infektion. Und natürlich werden bei allen sozialen und wirtschaftlichen Abfederungen wieder die Ärmsten vergessen. Kein einziges Wort zu dem so dringend notwendigen Corona-Zuschlag auf alle Sozialleistungen. Angesichts der immer noch viel zu hohen Inzidenzwerte, angesichts der Gefahr, die von den Mutationen ausgeht, braucht es jetzt konsequentes und gerechtes Handeln der Regierung. Die Regierung reagiert aber leider beim Thema Recht auf Homeoffice oder Entzerrung in Bus und Bahn zu spät oder sie greift Dinge überhaupt nicht auf, wie zum Beispiel die Ersetzung von Massenunterkünften. Ausbaden müssen diese Halbherzigkeit der Bundesregierung die Privathaushalte und jene Branchen wie die Kulturbranche, die Veranstaltungsbranche, die jetzt schon fast seit einem Jahr sich im Lockdown befinden. Ich will noch einige Worte sagen zu den Reaktionen der Arbeitgeberseite. Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände ist auf die Barrikaden gegangen, weil endlich die Regierung das Recht auf dem Homeoffice einführt. Und die Arbeitgeberseite kritisiert diese so wichtige Maßnahme als bürokratischen Aktionismus. Ich kann nur sagen, die Reaktionen der Arbeitgeberseite sind verantwortungslos hoch 10. Ja? Also ich habe sogar den Eindruck, die Arbeitgeberseite macht hier ganz klar auf Corona-Verharmlosung. Weil seit Monaten
wird den Bürgerinnen und Bürgern im Alltag so viel an Rücksicht und Solidarität abverlangt. Und jetzt gibt es eine Maßnahme wie das Recht auf Homeoffice, was noch nicht mal groß die Profite angreift. Und schon geht die Arbeitgebervereinigung auf die Barrikaden. Ich sage ganz klar, meine Kritik geht nicht an alle Arbeitgeber, aber an die Lobbyvertretung der Arbeitgeberseite, die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Ich kann nur sagen, die Bundesvereinigung der Arbeitgeber agiert hier ähnlich destruktiv wie Corona-Verharmlose aller Querdenken. Sie sind definitiv keine Hilfe beim Kampf gegen Corona. Noch ein Kommentar zu der jetzt beginnenden FFP2-Maskenpflicht im Bus und Bahn und auch in anderen engen Räumen. Und ich spreche hier als jemand, der eine FFP2-Maske schon im Bundestag getragen hat, als es dort noch als ziemlich uncool galt. Natürlich ist es gut, wenn jetzt verstärkt sicherere Masken wie die OP-Masken oder die FFP2-Maske zum Einsatz kommen. Aber wer eine Pflicht beschließt, muss als allererstes sicherstellen, dass alle auch Zugang dazu haben. Das heißt, dass es auch die guten, zertifizierten, sicheren Masken überall gibt. Und er muss zweitens sicherstellen, dass sich die Menschen diese Masken, die ja eher ein Einwegprodukt sind, auch wirklich leisten können. Man muss doch einfach mitdenken, ob Menschen mit einer niedrigen Rente, mit einem Minijob, einem niedrigen Lohn oder auf Hartz IV sich das überhaupt leisten können. Also keine FFP2-Maskenpflicht ohne einen sozialen Ausgleich, sei es, indem Masken Ärmeren kostenfrei zur Verfügung gestellt werden oder indem endlich der längst überfällige Corona-Zuschlag auf Sozialleistungen und niedrige Renten kommt. Soweit von meiner Seite. Wir haben keine Fragen vorliegen, soweit ich das sehe. Es wäre jetzt die letzte Möglichkeit. Zum ersten, zum zweiten. Zum dritten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihr Interesse.